Frage, was machen wir mit diesem Drachenzahn? Geben wir der? Der Drache ist da im Zimmer. Drache, wir sind gekommen, um die Drachenritter und deine Artgenossen zu rächen. Das Gift in meinem Körper hat mein Leib schon fast völlig zerfressen. Ich werde nicht mehr lange leben. Kurz bevor die Schlacht gegen das Imperium begann, brach ein Drachenritter auf, um einen sagenumwobenen Zauber zu lernen. Richard war sein Name. Hört mich an, nehmt dieses Ei und versenkt es in der Quelle des Lebens. Ihr findet die Quelle in einer Höhle nördlich von hier. Der Drache, der aus diesem Drachenei schlüpfen wird, wird der letzte unserer Art sein. In ihm ruht die Hoffnung des gesamten Drachenvolkes. Ohne die Quelle wird das Ei austrocknen. Und der Drache wird sterben. Gut. Ich mache das jetzt ohne Zufallskämpfe, weil das wird sonst sehr, sehr, sehr lästig. Weil wir waren ja schon bis dahin. Ich habe eins gesagt. Zufallskämpfe. Warum sollte man die rausschalten? Ja, jetzt weiß ich warum. Könnte sehr lästig werden sonst. Aber hey. Wir waren schon bei der Quelle. Viel zu früh. Wir hätten gleich, nachdem wir den Zahn geholt haben, hätten wir zum Drachen. Aber das wusste ich ja nicht. Ich dachte. Deswegen, ich wollte die Höhle noch erkunden. Aber dass das der Grund ist, warum die Höhle noch so groß ist? So, jetzt kann ich sie wieder anmachen. Rein mit dem Drachenei! Das Drachenei wurde behutsam in das Wasser gelegt. Ihr habt richtig regelrecht versenkt. Das Ei liegt versunken in der sicheren Tiefe der Quelle. Ja, und jetzt? Mache ich nochmal aus, weil. Obwohl. Quatsch. Warum ausmachen? Wir haben ja immer noch die Magie. Beam! Wir haben das getan, worum er uns gebeten hat. Oh. Eieiei. Ich glaube nicht, dass die vorher heilt, ja. Aber die Frage ist, ist Beam jetzt gut dazu, um LP zu erhöhen? Weil wenn man jetzt so viel LP einbüßt. Aber ich glaube nicht, dass das so einfach wäre. Oh, der Drache ist gestorben, scheinbar schon. Auch der letzte Drache ist von uns gegangen. Aber dank des Eis, das ihr der Quelle des Lebens anvertraut habt, gibt es noch Hoffnung. Irgendwann wird der Drache in diesem Ei sicher seine großen Schwingen ausbreiten, um den Rebellen zu Hilfe zu eilen. Ich möchte mich anstelle der Drachen bei euch bedanken. Danke.
Ich muss sagen, ich finde das so ein bisschen eigentlich gar nicht mal so schlecht. Theoretisch wird wahrscheinlich 16 genauso aufgebaut sein wie Final Fantasy 2. Ihr werdet jetzt denken, hä, warum, wie, was? Man hat in Final Fantasy 16, glaube ich, auch so ein Hub. Also wir kehren ja immer wieder in das Schloss zurück. Holen uns da einen Auftrag, könnte man sagen, und gehen wieder raus. Das wird in Final Fantasy 16 nämlich, glaube ich, auch der Fall sein, dass man halt immer von einem gewissen Ort in die bestimmten Gebiete reist. Ich bin schon sehr gespannt auf Final Fantasy 16. Am liebsten würde ich noch Wolong bis dahin durchspielen. Also Star Wars wird sich immer noch weiter dann nach hinten verziehen. Weil Final Fantasy 16 ja auch noch sehr wichtig ist. Und Street Fighter kommt ja auch noch. Normalerweise Street Fighter hätte ich so gedacht, so gesagt, nö, brauche ich nicht. Kommen die mit so einem Story-Modus, eigenen Charakter, einem Kampfsystem, mit dem ich was anfangen kann. Oh nein! Feuer! Das ist noch der einzige Grund, warum ich Street Fighter 6 mir hole. Ich habe die Demo gespielt und ich kam mit dem fünften Teil ja gar nicht zurecht. Das mit diesen Kombos war... Ich bin nicht gut darin, Kombos auszuführen, könnte man sagen. Man muss ja auch noch den Gegner treffen, damit die Kombo weitergeführt wird. Ich glaube, so war das. Auf jeden Fall musste man wirklich wissen, was man da tut. Und das weiß ich bei Kampfspielen meistens nie. Bei mir ist das immer so ein halbes Button-Mashing. Aber so, dass ich auch noch weiß, was ich ungefähr mache. Ja, Kombos ist halt eine harte Übungssache. Ich konnte mal in Tekken die 10-Hit-Kombo von King. Die aber in einem richtigen Kampf auszuführen, ist wieder was ganz anderes. Aber wenn man es geschafft hat, war das Leben des Gegners, auch wenn es noch voll war, danach fast leer. Guppies! Aber bei Tekken ist es so, man kann wenigstens so ein bisschen... Zum Beispiel benutze ich bei Lilly nur die Trittknöpfe. Und drück's halt auch sehr, sehr schnell. Da macht sie schon mal Sachen, die ich noch nicht von ihr gekannt habe. Dann kombiniere ich das manchmal mit Schlag und so und... Aber Kombos, wo man genau wissen muss, wie man was ausführt, wird das schon ein bisschen schwieriger. Ich mache ja nicht nur Button-Mashing, ich weiß ja genau, was ich mache.
Aber es kann trotzdem mal sein, dass ich manchmal Sachen mache, die ich nicht einkalkuliert habe. Wie gesagt, bei mir ist es halbes Button-Mashing. Ja. Aber du willst doch bestimmt hinterher dann mit gegen Klaus und gegen mich kämpfen hier. Dead or Alive ist übrigens das einzige Spiel, was ich sogar gerne online spiele. Weil ich da so einigermaßen was drauf habe. In Tekken, da werde ich nur ständig in die Luft gejuggelt. Da hinten ist eine Insel. Will ich mal dahin? Genau, gegen die Hardcore-Freaks. Kämpfst du gegen einen Koreaner? Keine Chance. Ich glaube, dieser Turm ist heftig. Was ist das für ein Turm? Turm von Mysidia. Hier gibt's Truhen. Ja, ich gehe nochmal raus. Speichere. Geh nochmal rein. Will ich da rein? Will ich gucken, was hier ist? Achso, ich kann noch nicht mal rein. Ah, da war eine Tür. Gut. Dann ist es. Dann hat sich das erledigt. Eigentlich müsste Blitz den doch voll viel Schaden machen. Man macht's auch. Aber es reicht nicht, um sie zu töten. Na, Mann, wie Schlangen. Fällt mir ein, ich habe noch nie gegen Klaus irgendein Kampfspiel gespielt. Könnte interessant werden. Gilden! Nö. 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 Was sind das für Preise? Schlafe ich lieber in meiner Hütte? Die 2000 kostet. Hey, ich habe Drachen gefunden. Mit Prinzessin Helda stimmt etwas nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Wenn man sie anspricht, sprudelt nichts als Lachen aus ihr heraus. Ob der Tod ihres Vaters ihr so sehr zugesetzt hat? Vielleicht solltet ihr einmal mit ihr reden. Das finde ich auch gut in diesem Spiel. Man bekommt ständig Informationen, wo man als nächstes hin muss. Helda.
Wo ist denn Hilda? Ist die hier irgendwo? Die muss hier irgendwo sein, ne? Zeneta, ich möchte dich gerne allein sprechen. Oh. Wie ihr wünscht, Hoheit. Wir warten draußen. Hihihi, komm her zu mir. Was macht dieses Lied eigentlich in das Spiel? Prinzessin! Nun mach schon, sei nicht so zögerlich. Das steht dir nicht. Majestät! Du bist ein Dummkopf, Zveneta. Du bist nicht Prinzessin Hilda! Nicht so schnell, du hinterlistige Schlange! Lamia, Königin! Nein! Sie hat mich verwirrt! Alter! Angriff! Ja komm, mal gucken, was es so drauf hat. Na, ich brauche einen Potion. Okay, ich glaube, ich konvertiere unseren Mighty Guy zum Magier um. Fuck! Alter, dieser Schaden! Okay, sie ist down. Wer wäre jetzt so dumm gewesen und wäre in das Bett zu der Prinzessin gestiegen? Layla, wie lange standest du schon da? Lange genug, um zu sehen, dass du keinen Umgang mit Frauen hast. Wo echte Prinzessin? Es ist schrecklich. Der erste Preis des Balmekia-Turniers soll Prinzessin Hilda sein.
Lasst mich euch begleiten, ich möchte helfen, wo ich kann. Kann gut nachempfinden, was in dir vorgeht. Ich werde hier die Stellung halten. Also lass dir keine grauen Haare wachsen. Gordon ist wieder in unserer Gruppe. Warte mal, Gordon ist doch Speerträger. Hast du mir die Speere wieder gegeben? Layla! Layla! Wir. Gordon ist Speerkämpfer. Danke. Nee, der bleibt Dämonenspeer und Bronzeschild. Obwohl, haben wir nicht ein besseres Schild für ihn? Wir haben auch eine bessere Rüstung. So, hier. Wenigstens geben sie die Rüstung wieder zurück.